Ja, herzlich willkommen. Heute machen wir selbstgemachten Tzatziki nach griechischer Art. Das Rezept habe ich tatsächlich von einer Griechin vor ganz vielen Jahren bekommen. Wichtig für einen Tzatziki ist, dass ihr definitiv einen griechischen Joghurt nehmt mit 10% Fett. Da geht nichts drüber. Den müsst ihr haben, der ist am besten, der ist am cremigsten und der schmeckt wirklich gut. Alternativ kann man auch den türkischen nehmen. Ich möchte ja keine Nationalität hier ausgrenzen, sondern aber der griechische Joghurt ist für den griechischen Tzatziki natürlich top. So, und lasst uns einfach mal anfangen. Als erstes werden wir den Knoblauch hacken und den Dill. Wenn ihr jetzt den Knoblauch in den griechischen Joghurt gemacht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das jetzt noch zu pürieren. Wer jetzt keine Knoblauchstücke darin mag, der sollte jetzt zum Pürierer greifen und das pürieren. Wenn der Dill drin ist und vor allen Dingen die Schlangengurke, die Salatgurke gleich, dann geht das nicht mehr. Dann habt ihr das zu verwässert, das funktioniert nicht mehr. Also jetzt ist die Gelegenheit, Knoblauch klein zu hacken. Salatgurke solltet ihr unbedingt, wirklich ganz, ganz unbedingt, so trocken wie möglich mit den Händen ausdrücken. Denn sonst verwässert euer Tzatziki. Und das ist eine Sache, die wollen wir gar nicht. Und von daher ausdrücken, was das Zeug hält. Wer Probleme hat mit den Händen, man kann alternativ ein Geschirrhandtuch nehmen, so wie man es noch kennt von Kartoffelpuffern. Da hat man das ja auch ins Geschirrhandtuch gemacht und ganz kräftig gedrückt. Das ist eine Alternative. Von daher, aber Salatgurke muss rein. Im Rezept steht 3 bis 4 Knoblauchzehen. Ich habe mich für 3 entschieden, weil es mir ansonsten zu scharf wird. Die Griechin, von der ich damals das Rezept bekommen habe, die hat gesagt, die Griechen machen pro 100 Gramm eine Knoblauchzehe rein. Das heißt, auf 500 Gramm Joghurt könnt ihr 5 Knoblauchzehen machen. Mehr sollte es nicht sein, weil sonst wird der Knoblauch einfach zu dominant. Von daher, macht Knoblauch rein, wie ihr möchtet. Ich habe mich für 3 Zehen entschieden. 3 bis 4 sind immer noch sehr akzeptabel. Ansonsten, es ist euer Tzatziki. Macht rein. Jetzt werden wir das Ganze mit Pfeffer und Salz kräftig würzen und das Öl dazugeben. Das Öl ist ganz wichtig. Das gibt nämlich die cremige Konsistenz bei dem Tzatziki. Und was soll ich euch sagen? Es muss natürlich ein, genau, griechisches Olivenöl sein. Sonst ist es kein griechisches Tzatziki. Das sind Sachen, die musste ich mir echt anhören. Und zwar, ich glaube, gefühlte 25.000 Mal. Fertig. Das ist Tzatziki, der geht so einfach. Der muss jetzt noch ein bisschen ziehen. Und dann kann man den genießen, entweder mit Fladenbrot oder auch mit einem Auflauf. Und wisst ihr, mit was für einem Auflauf? Mit einem Gyros-Auflauf. Und den zeige ich euch im nächsten Video. Ja, ich hoffe, mein Tzatziki-Rezept hat euch gefallen. Der geht jetzt noch ein bisschen ab in den Kühlschrank zum Einziehen. Ich sag, wir sehen uns im nächsten Video. Von daher, tschüss, ihr Lieben!